Danke für diesen schönen Morgen, danke für diesen schönen Tag. Danke, dass ich all meine Sorgen. Na, 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 na. Kleiner Spaß. Ja, was soll ich sagen? Herzlich willkommen. Knaller durchgenommen. Mit einem besonderen, vielleicht besonderen Titel. Wir sind uns alle nicht so sicher. Die Trailer sahen ziemlich gut aus. Nämlich Mortal Shell. Das kommt heute. Heute ist der 18. August raus. Und ich habe mir gedacht, ich versuche das jetzt einfach mal. Ich habe Lust auf ein schwieriges Spiel. Und das geht jetzt los. Bevor wir starten, ganz kurz eine Randnotiz. Es gab im Vorfeld Ärger von zu der Politik, wie das Spiel Mortal Shell verkauft wird und released wird. Denn es gab eine Ankündigung, dass Mortal Shell nur noch im Epic Store zur Verfügung gestellt wird. Und dazu ganz schnell, bevor wir... Ich will mich freimachen von diesem Thema, damit ich mich auf das Spiel konzentrieren kann. Und deswegen schauen wir da einmal ganz schnell hier gemeinsam rein. Im Discord-Server schreibt das Dev-Team eine, finde ich, sehr ehrliche Erklärung. Sie schreiben, ey, wir sind wirklich ein sehr kleines Team. Als kleine Randnotiz, scheinbar, so richtig belegt ist das nicht, aber scheinbar sind von den 4 Hauptpersonen, die an Mortal Shell gearbeitet haben, scheinen auch welche aus dem Team von Sucker Punch zu sein, die wiederum an Ghost of Tsushima gearbeitet haben. Und sie erklären hier in einem, finde ich, sehr offenen, sehr transparenten Statement, warum sie mit Epic zusammengearbeitet haben. Und könnt ihr euch selber durchlesen. So, Kurzfassung ist, Alter, wir sind ein kleines Team und wir haben gemerkt, dass wir ohne finanzielle Hilfe nicht klarkommen und wir wollen aber das Spiel so gut wie möglich, so wie es halt sein kann, irgendwie erstellen und deswegen hoffen sie, dass das für alle Leute okay ist. So viel nur dazu, jetzt davon weg. Und jetzt geht's direkt los, oder was? Mortal Shell. Ich habe nur Trailer gesehen, dann ein bisschen im Netz geguckt, ob das irgendwie irgendwelche Red Flags hat. Und jetzt möchte ich einfach gemeinsam mit euch starten und gucken, wo die Reise hingeht. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ne? Knaller durchgenommen, großes Versprechen natürlich von meiner Seite aus, aber das Spiel soll gar nicht so lange sein. Es kostet 29,99 €, verfügbar auf Xbox One X, PlayStation 4 und PC. Beim PC entsprechend nur über den Epic Store erhältlich. Und gemacht wurde das Spiel von einer Firma bzw. von einem Zusammenschluss, die sich Cold Symmetry nennen. So. Jetzt bin ich ein bisschen gespannt, ne? Und ich hoffe, es läuft alles, aber ich glaube ja. So, umstellen. Mortal Shell. Wir haben auf dem Kanal hier selber schon mal einen ganz kurzen Test gehabt. Denzel hat den gemacht. Er hat bei der Beta mitgespielt. Und was ist Mortal Shell? Mortal Shell soll natürlich ein... Nicht natürlich, ist ein Souls-like Game, was ganz viele Sachen verbindet. Elemente von Sekiro sollen dabei sein. Es soll bockschwer sein. Und es soll so ungefähr vom ersten Run 20 Stunden Spielzeit benötigen. Also, springen wir rein. Okay. Passt die Helligkeit, dass er wohl kaum noch zu sehen ist. Ich sehe überhaupt nichts hier. Da. Es liegt aber vielleicht auch an meinem Lichtsetup. So. Beim Tod eines Gegners nächstes Ziel fokussieren. Nein. Anzeige, Sichtbarkeit für Gegnergesundheit. Bei Treffer sichtbar. Ja, Anzeige, Transport für Gegnergesundheit niedrig. Zum Verwerfen halten. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber sehen wir dann ja, ne? Ist das ein Fehler, dass ich ein Souls-like-Spiel spiele? Vielleicht. Ich habe mehrfach versucht, Dark Souls anzufangen. Ich habe Bloodborne. Bloodborne war, glaube ich, das Spiel, was ich am längsten gespielt habe. Aber ich habe immer gedacht, ich bin nicht der Typ für die Souls-Games, weil ich bin immer so perfide. Ich will immer keinen Fehler machen.
Und für ein Game Design, was explizit darauf ausgelegt ist, dass man Fehler macht, na? Mal gucken. Jenseits der Welt des Bekannten wartet die Schwelle darauf, überschritten zu werden. Die sterblichen Hüllen sehnen sich nach. Krasses Sounddesign. Okay. Da sind wir also. In der Welt von Mortal Shell. Ich sehe schon ein bisschen badass aus. Das mag ich. So, okay, los geht's. Ab in die Tutorial-Mission. Ich spiele auf der PlayStation 4 Pro. Für euch als Information, das Ganze gibt es auf PC. Ich glaube nur, mein Setup hier ist tatsächlich zu schwach. Ansonsten hätte ich eigentlich ganz gerne auf PC gespielt. Okay, verhärten. Du hast die Fähigkeit gehabt, deinen Körper zu verhärten. Das Verhärten schützt dich vor Angriffen, aber wird durch Erleiden von physischem Schaden schnell gebrochen. Halten L2 zum Verhärten. Autsch. Oh, okay. Hat eine Cooldown-Zeit, sehe ich gerade. Ui. 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 Aua. Okay, ich muss halten. Dumm. Gucken wir mal. Okay, also ich finde vom Style her finde ich es schon mal richtig geil. Ich mag das. Sieht mächtig und gruselig und düster und fantastisch aus. So, okay, ich kann verhärten. Was kenne ich? Was kann ich noch? Have a sword now. Ausgerüstet, Waffe, geweihtes Schwert, schweres Schwert mit einem Hohlraum im Inneren. Ah. So, dann gehe ich mal los. Mal sehen. Du kannst dich in den meisten Situationen verhärten, selbst beim Angriff. Experimentiere mit dem Verhärten zu verschiedenen Zeitpunkten. Beim Angriff mit R1 halten zum Verhärten. Okay. Oh, schon mal richtig scheiße. Okay, hat geklappt. Ich muss auf den Cooldown richtig achten. Das ist schon ein bisschen tricky. Autsch. Noch recht gnädig. Jetzt versuche ich mal einen schweren Angriff, wenn ich hier rauskomme. Ich hänge an dem Stein fest, Alter. So, schwerer Angriff. Und Fail. Oh, meine Güte, okay, ich glaube, das wird kein leichtes Spiel für mich hier werden. Hoppala.
Roter Knopf. Alter, ich muss erstmal reinkommen, ey. Ich bin noch voll auf Tsushima-Mode, merke ich gerade. Ja, jetzt hat er's. Oh, ich mag dieses Dröhnen. Schön bedrohlich. Okay, man kann Fährten, so einen richtigen Block wurde mir jetzt noch nicht beigebracht. Irgendwas übersehen? Wo muss ich längs? So oder so freut es mich, dass ihr guckt. Und dass ihr vielleicht auch Lust habt zu sehen, wie sich Mortal Shell so macht. In dem großen Sumpf der extrem bockschweren Spiele. Okay, hier kann man so dashen, wenn man zweimal drückt. Einmal drückt auch. Warum? Wo muss ich hin? Was geschieht hier? Habe ich irgendwas übersehen? Ich muss mich konzentrieren. Hier war ich doch schon. Hier geht es einfach nicht weiter. Na toll. Dann wieder zurück. Ach da, ach doof. Ne? Bin ich heck? Bin ich in die falsche Richtung gerannt die ganze Zeit? Das ist dumm. Okay. Ja. Okay, Gegenstand ein vergängliches Zeichen. Zeichen, das von der Verbindung zur Welt der Sterblichen zeugt. Okay, Gegenstand durchschalten, Gegenstand benutzen, weiß ich Bescheid. Okay. Den kann ich jetzt also auch. Gucken wir mal, wo der nächste Gegner auf mich wartet. Und hier haben wir. Ah, der hat sich auch gehardenet. Autsch. Okay, erstmal wirklich reinkommen. Autsch. Ich habe hardenen sollen. Ah, hat sich im hardenen Modus noch umgedreht. Autsch. Okay, und das Harden ist ein bisschen wie Perrin. Perrin. Muss ich dich? Nee, zu gierig. Opa, was war das denn für ein crazy, crazy Ding? Okay, heilen. Boah, zum Glück hat er sich gehardenet. Au.
Oh nein. Okay. Interessant. Also ich finde das ja ganz lustig, diese Mechanik, dass man wirklich sich so ein bisschen einfriest gerade. Autsch. Uiuiuiuiui. Autsch. Ah, Hardener verpeilt. Okay, das sieht nicht gut aus für mich, finde ich. Aber wahrscheinlich sollte es eh nicht so sein. Ein sehr großer Wels. Einblick der Weisheit. Ah ja, was denke ich? Also, das ist schon ein nettes Tutorial, ne? So viel kann man schon mal sagen. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, sind wir schon ein bisschen im Spiel drin, ne? Knapp 15 Minuten. Recht lange Wartezeit. Warum? Wieso ist das so? Jetzt geht's weiter. Fulgrim, ein Turm brennt, wo ein schweigendes Wesen über sein Schicksal sinniert. Könnte auch mein Keller sein. Geil. Was ich schon weiß, ich habe mir bei den lieben Kollegen der GameStar hatte ich mir so ein kleines Video reingezogen, was sie zur Beta gemacht haben. Dass man hier vier verschiedene Klassen oder eigentlich dann verschiedene Charaktere spielen kann. Die haben auch Eigennamen und man levelt die entsprechend hoch. Andere RPG-Elemente, also das ist sozusagen, gibt den Weg dann eigentlich auch vor. Mortal Shell. Ah, das ist ein ganz geiler Effekt. Das erinnert mich so ein bisschen. Das dreht sich. So ein bisschen Alien-Ästhetik, ne? Warum? Was geschieht hier? Ja. Wo bin ich da rausgekrochen? Ist das... Alter, ekelhaft. Ekelhaft. So sieht's aus, wenn man lange, wenn man so ein Sieb benutzt in der Dusche und es einfach nie wegmacht. So fühlen sich, vielleicht bin ich ein kleiner Silberfisch. Und für Silberfische sieht es immer so aus, wenn sie in unsere Welt geraten. So, was ist das hier? Ich möchte es aktivieren. Es lässt sich nicht aktivieren. Na, vielleicht ist das ein Safe Spot. Oder so eine Art Bonfire. Nobody knows. Ich gehe jetzt einfach mal los. Da liegt was. Wer? Hülle angeeignet. Unbekannte Hülle. Ein Mann ist mehr als nur eine Hülle.
Aha. Geil. Bin krasser Ritter jetzt. Ich habe die Ritterhülle. Hüllen in Hüllen und Füllen. Füllen, Hüllen. Fulgrim. Gegenstand erhalten, Einblick der Vergeblichkeit und zwei Quaddelkäppchen. Was ist denn dieser Einblick der Vergangenheit? Schimmert. Ba, ba, ba. Ja, mal gucken, ne? Ich bin wirklich gespannt. Ihr merkt es ja auch, ich nehme mir gerade so ein bisschen Zeit und gucke mir erstmal an, was hier alles Phase ist. Gegenstand ein simple Laute, Gegenstand Tarüberrest. Okay. Gucken, was die Welt so alles parat hält hier für uns. Das hier sieht doch ein bisschen Bonfire. Spüren, Instinkt. Aha, was ist das? Was war das? Kann ich das normal machen? Ich will nur testen. Okay, ist das Gleiche. Das gibt mir vielleicht sowas wie eine Art Quest auf. So, was haben wir denn? Video, Bewegungsunschärfe, Bildkörnung, das lassen wir alles. Indie-Modus? Was ist der Indie-Modus? Den will ich nur kurz testen, ja? Ich habe das noch nicht ausprobiert. Okay, das ist der Indie-Modus. Ist einfach verpixelter. Find ich nett. Aber muss ja nicht. Machen wir den mal wieder aus. Okay. Ah, warte mal. Ist das tatsächlich. Der wächst nach, oder was? Ich guck gerade nur. Ich kann den auf jeden Fall hier so nicht aufnehmen, aber der scheint so eine Art Cooldown zu haben. Dann gucken wir doch mal, was hier Phase ist. Ah. So viel zum Instinkt. Gerade eben haben wir da noch jemanden gesehen und gespürt. Und da vorne ist ein erster Gegner. Ja, auf in den Kampf, würde ich sagen, ne? Kann ich mich denn auch trotzdem noch Harden nennen? Oder will der nur reden? Ich glaube nicht. Au. Ich Idiot. Och Mann, ey. Ich könnte schon direkt wieder neu anfangen. Direkt rausschmeißen und Vollgeist durchnehmen. Knallhart. Guck mal, wie hält ich schon verloren habe. Was ist das? Wieso kann ich hier nichts machen? Sorry, ey, ihr wollt nur essen. Oh nein, es sind viel mehr. Es sind. Oh. So, gehen jetzt hinterher. Guck mal, der hat eine Laute weggeworfen. Ich finde die ganz geil, weil die so eher chillig sind. Also, die wirken jetzt nicht so. Okay. Was? Wo? Was? Warum? Wehrt mich. Was war das denn jetzt? Okay, Pilz für Gesundheit. Ich muss mich mal kurz. Ich will versuchen, so wenig wie möglich in diesem Knaller durchgenommen zu sterben. Das ist ganz anders. Also viele Leute wollen ja viel drauf gehen, aber ich nicht. Ich mache das ganz, ganz gemütlich. Aus der Entfernung. Oh, zitter, zitter. Dabei bin ich derjenige, der die Pilze genommen hat. Ja, schlechter Joke. Okay, Vertrautheit. Naja, so einer war da doch noch, glaube ich, ne? Hat der mich vielleicht irgendwie mit Fernkampfwaffen irgendwie. Nee?
Hey, so spiele ich auch Gitarre. Ach, eine blöde Bärenfalle. Och Gott, ey, hab ich überhaupt nicht gesehen. Oh, größere Gegner. Bärenfalle, Vorsicht. Was, was? Ich mach das mal ein bisschen gechillter. Ich guck mal, ob er, ob, wie die KI so drauf ist. Das ist natürlich einfach nur ein knallharter Test. Guck, ob er da durchrennt. Ist ja noch eine bessere. Überall Bärenfallen. Na komm, einmal durchlaufen. Lustig. Lustig. Eine sehr gute Attacke. Gegenstand erhalten, gebratene Ratte. Da zittert er sich weg. So, vorsichtig, jetzt nicht. Gerade eben habe ich in die Bärenfallen gelockt und jetzt darf ich da nicht wieder selber reinlatschen. Das wäre dumm. So, Lagerfeuer. Is there some loot to get? No, da. Gegenstände, minderwertiger Schnaps. Uppale, Bärenfalle, Gegner. Aha, siehste? Fernkämpfer. Hatte ich doch geahnt. Okay, aber ich glaube, so richtig langsam ist auch ein bisschen lame, ne? Dann mach ich mal ein bisschen, komm, mach ich mal ein bisschen Action jetzt hier. Erstmal Gitarre spielen. Ich würde gerne wissen, ob es da irgendein. Gibt es da irgendwas für? Bisher finde ich das ganz geil. Ich bin kurz davor, es nochmal auszuprobieren. So, hier, was. Ich esse das. Ich brauche eine winzige Menge Tar. Ich weiß nicht, was Tar ist. Gebratene Ratte. Muss so essen. Jawohl. 35 Gesundheit über 10 Sekunden. Okay, die Ratte ist ziemlich gut. Vergängliches Zeichen, Quaddelkäppchen. Okay. Also, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was Tar bedeutet, aber ist jetzt auch nicht mehr so schlimm erstmal. Sehr gut. Ups. Okay. Alter, Bärenfalle. Ich. Nö! Diese verdammten Bärenfallen. Okay, dann ziemlich viele Gegner, aber die sind ziemlich lame. Also bisher auf jeden Fall. Ich glaube, die Bärenfallen haben mir ja bisher mehr Stress gemacht. Ein riesengroßer Frosch. Ein ekelhafter, widerlicher großer Frosch. Aber wo ist er? Wieso bin ich vergiftet? Ich bin vergiftet. Oh, come on. Ich bin gleich tot. Ja, und jetzt? Ich bin ja gleich schon tot. Mal was droppen, bitte. Wie ekelhaft war dieser Frosch. Ich mag diesen Effekt aber auf jeden Fall. Dieses komische Schimmern mag ich sehr gerne. So, da oben ist nochmal ein Riesenhoshi. Okay.
Da auch. Hoppala. Ah, okay, ich bin aus meiner Hülle raus. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Okay, jetzt bin ich. Ah, okay, ich habe es geschafft. Das habe ich mitbekommen. Wenn man. Man hat im Prinzip zwei Versuche. Wenn man das erste Mal stirbt, fliegt man aus seiner Hülle raus. Und hat dann die Möglichkeiten, seine Hülle wieder zu erlangen. Und dann geht's weiter. Und wenn man in seiner natürlichen Hülle gefragt wird, dann oder erschlagen wird, dann ist man mehr oder weniger wirklich tot. Okay, ich versuche so ein bisschen die Orientierung zu behalten. Taschbo. Aber es bringt ja nichts. Ich muss ja irgendwo einfach langlatschen. Neues Spiel, neues Glück, ne? Es wäre wahrscheinlich schlauer gewesen. Es ist wahrscheinlich schlauer, zurück zum Ziel zu gehen, fällt mir gerade ein. Bevor ich jetzt komplett neue Areale freischalte. Da sind auch andere Gegnertypen, dann gehe ich doch wieder zurück. Besser ist. Gerade zum Anfang macht das Sinn. Vielleicht warten da noch irgendwie Tutorials auf mich. Mal gucken. Jetzt bin ich gespannt. Hat das irgendwie Gegner wieder zurückgetriggert? Nope, das nicht. Die scheinen alle noch weg zu sein. Da oben muss ich hin, okay. Dann gehe ich da jetzt hin. Gegner. So richtig schlau sind die gerade nicht. Okay, ich muss mal kurz meine Stamina wieder zurückkriegen jetzt. Mich so ein bisschen ob. Ja, wahrscheinlich wird es schwieriger. Ne? Muss ja sein. Also bisher wirklich ein sehr, sehr angenehmer, sehr weicher Einstieg ins Spiel, ne? Also richtig hart ist es bisher nicht. Okay, schön. Gekochter Frosch, lecker. Anything else? Nope. Da war ich schon. Okay. Dann weiter. Oh, Bärenfalle. Eine Bärenfalle. Hat er irgendwer was abgegruntet oder was? Ich höre doch was Verdächtiges grunzen hier. Grunzen und schnaufen. Naja. Its mysteries, I see. What a curiosity you are, wearing a mask like a shell. You've awakened him, but you know nothing of him yet. Fetch me one of his mementos and some tar, too.
And I'm sure we can stir up some recollections. Of course, first you must find his name. Ich mag unsinniges Gemurmel. Vom göttlichen Tarkosten. Nata! Du musst den Namen dieser Hülle erfahren, um ihre Macht zu erwecken. Tar 250. Aber die habe ich doch. Haros, der Vasall. Die Räuber wiesen uns... Ey! The brigands pointed us toward the temple. Shunned by the devout, their allegiances lie to those who offer Tar. Or spirits. They entertain themselves with drunken antics or violent cruelties. They know better than to attack us. But they followed us at a distance, hoping for scraps. Hoping for scraps. Fand ich jetzt vom Sprecher her irgendwie ein bisschen unpassend. Weiß ich nicht. So das Gefühl, ne? Mein Haros hört sich anders an. In meinem Kopf. Okay, wir sehen aber jetzt auf jeden Fall schon mal. Ich schalte mich selber nochmal kurz woanders hin. Ich mach das mal kurz aus. Dann sehen wir einmal das Bild voll. Also, das scheint hier unser Tech Tree zu sein. Noch sehr undurchsichtig, aber ist ja in Ordnung. So, navigieren. Da, wachsender Aufstieg. 500, ich kann mir nichts leisten. Gar nichts. Das nächste, was ich mir leisten könnte, wäre das hier, wachsende Voraussicht. Beim Erhalten eines Einblicks besteht die Chance, etwas Gesundheit zu regenerieren. Okay. Also festes System. Tatsächlich auch, wie es in Tsushima auch ist, oder auch eher in God of War. Aber eben nicht komplett open und individualisierbar, wie es oft in Souls-Spielen scheinbar ist. Eigentlich habe ich jedes Dark Souls-Spiel angefangen und es war mir immer zu stressig. Immer. Hatte immer irgendwie keinen Bock mehr. Das ist eigentlich dumm, ich weiß, aber... Naja, fange ich halt mit Mortal Shell an, ne? Oh, da blinkt was. Schauen wir uns mal alles an. Ih, Fledermäuse. Große. Eine Hülle. Also ein Mensch, beziehungsweise eine. Ja, das wäre doch was für mich. Okay, jetzt habe ich ein bisschen was gesehen. Jetzt gehe ich hier hoch. Warten hier Gegner auf mich. Oh, was war das? Das sind Waffen. Okay. Großer böser Gegner. Kommt er zum Turm oder was? Scheinbar, ne? Was ist das? Okay, das scheinen einfach krassere Gegner zu sein. Das erinnert mich vom Stil, jetzt hab ich's, an Shadows of Mordor. Das ist es. Die ganze Zeit überlegt, so woran erinnert mich dieser Stil eigentlich, aber ja, wie ein noch düstereres Shadows of Mordor. Vielleicht, weiß man ja noch nicht so genau. Bumm, okay. Was war das? Okay, geweihtes Schwert, Waffenverbesserung anwenden. Das geweihte Schwert hat eine leere Einlassung in der Mitte. Okay, mechanischer Stachel. Abschrecksäure, Panzerbastille, Ballist. Interessant. Okay.
So, auf jeden Fall hat es da draußen irgendwie da, seht ihr? Da hat es gebollert. Dann muss ich doch da oben wahrscheinlich kämpfen. Oder nicht? Ai! Was ist das? Vor allem I. Gegenstand der befleckte Siegel. Okay. Befleckte Siegel. Der alte Gefangene hat dir das befleckte Siegel geschenkt. Es ermöglicht dir, gegnerische Schläge zu parieren und Angriffe zu unterbrechen. Ah, jetzt. Das Siegel warnt dich auch vor nicht parierbaren Angriffen. Angenehm. Okay, Siegelinfusion Heilung. Der alte Gefangene hat ein Siegel mit Macht durchzogen und gibt deiner Parade die Fähigkeit, deine Gegner empfindlich für einen verstärkten Konter zu machen. Das Siegel benötigt eine große Menge Entschlossenheit, um solche Infusion nutzbar zu machen. Das Ausführen des verstärkten Konters heilt dich. Hm. Das ist ganz nett. Parieren, okay, Entschlossenheit. Okay, ich habe natürlich überhaupt nicht gerallt, dass er, was, Alter, was geht ab, ey? Mhm. Na gut. Krasser Typ, das Siegel ist hinter mir, okay. Dann geht's mal weiter. Kann ich jetzt... Okay. Okay, der sieht auch geil aus. Hey, Dude. My, oh my. Aren't you a rare specimen? Rather dashing in that curious attire. And what of on the inside? You must be a gentleman. Certainly not one of those boorish fanatics. Welcome then. I'll warp some tea. In the meantime, why not take a look at my wares? Mit dem Händler handeln. Ja. Please stay as long as you'd fancy. Na, Moment, ich muss einmal kurz was nachgucken. Bin gleich wieder soweit. So, okay, dann schauen wir uns das doch gleich mal an. So. Welcome. Shall we engage? I'll gladly accept any. So, jetzt, da sind wir. Also. Okay. Gebratene Ratten. 100. Verbrauchsgüter. Abschrecksäure. Seltene Säure. 8000. Okay. Noch zweimal setzen, die Zirkische aufzudecken. Hm, ja, keine Ahnung. Das bringt, glaube ich, für mich jetzt noch nichts. Ich könnte mir jetzt ein paar Ratten kaufen, aber auch das lasse ich einfach mal. Und sage dem War. Tschüss heißt der, ne? War? Ne, Flass. Nein! Das war knapp. Okay, da ist ein Dude. Kann man hier durch? Ist das ein Versteck? Nein. Okay. Ah, guck mal, jetzt sind alle Gegner wieder da. Komplett.
Oder bin ich hier an einer anderen Stelle? Ich glaube nicht. Hm. Oder bin ich doch einmal um die Burg hier rum? Ich bin ein bisschen orientierungslos gerade. Von hier bin ich gekommen. Och, come on. Okay, Tar-Überrest. Also Tar sind, ist das Pendant zu den Seelen. Hier spielt irgendwer Gitarre. Wer Gitarre spielt, kann nicht böse sein. Von da unten bin ich gekommen. Ich glaube, jetzt habe ich hier auch wirklich alles durch. Gut, dann gehen wir weiter, oder? Bisher noch nicht so viel passiert. Ich würde gerne so einen Sprungangriff machen, aber das ist noch von Tsushima geprägt. Das funktioniert leider nicht. Gut, parieren wollte ich üben. Heck, wie komme ich denn nochmal da runter, Mensch? Na komm, dann laufe ich hier rein. Dann laufe ich den gleichen Weg wieder lang. So, dann schauen wir doch mal, dass wir noch ein bisschen Action hier kriegen, ne? Parieren wollte ich üben. Oh, come on. Großer. Da ist auch ein großer. Autsch. Zu spät. Ich habe eine Fruchtfliege hier. Wie gemein ist das denn? Aber parieren üben. Schlecht. Okay. So richtig geil gekämpft habe ich jetzt gerade nicht. Ist ja aber auch nicht so schlimm, ne? Und vor allen Dingen, ich will das Spiel nicht immer erwähnen, aber Ghost of Tsushima hat mich dann doch schon ziemlich verwöhnt, was das Kampfsystem angeht. Die Genauigkeit, wobei natürlich, so an der Stelle auch sagen, klar, ne, so. Hier, wir benutzen ja auch ein viel größeres Schwert, das ist ja auch viel schwerer. So, jetzt aber, mal gucken, ob ich parieren kann. Yep, hat geklappt. Sehr gut. Kletsch. Ist das ein Geheimnis hier? Für alle, die bis hierhin ausgehalten haben, freut mich. Schön. Ich werde mich sehr oft verlaufen. Sehr häufig. Ja, seht ihr? Es ist so. Ich habe nur gedacht, das kann doch nicht sein, weil hier bin ich rausgekommen und da waren noch keine Gegner. Deswegen, na, naja, gucken wir mal weiter. Der Stil erinnert mich auch ein bisschen an hier Blasphemous. Hieß das so? Was Eddie und Colin auch bei uns gespielt haben, dieser Metroidvania.
So ein bisschen Dantes Inferno-Style. Ach so, die Frösche sind Truhen. Okay, dann weiß ich da auch schon mal Bescheid. Weiter geht's. Mortal Shell. Da kann ich, glaube ich, nicht hin. Dann muss ich wieder hier runter. Okay, irgendwo, ich glaube, hier vorne geradeaus zum Turm. Da geht's längs. Ich glaube, ich muss jetzt nicht nochmal irgendwie alle Gegner hier klären, das würde auch zu lange dauern. Die mache ich aber noch weg. Oh, noch zwei weg. Wie kriege ich das gerade nicht hin? Na, ja, jetzt aber. Okay. Meine Rune hat gerade aufgeleuchtet, weil ich einen Entschlossenheitspunkt bekommen habe. Das heißt, da könnte ich jetzt mit wieder so eine geile Attacke machen, so eine Parry-Attacke. Autsch, nicht aufgepasst. Dumm. Bärenfalle? Oh. Das sieht schon alles ziemlich gleich aus hier, ne? Naja, ist ja auch. Das ist erst nicht so schlimm, finde ich. Vielleicht ist man ein bisschen echt inzwischen zu verwöhnt, aber so einen etwas härteren Start hätte ich mir irgendwie schon gewünscht. Aber ich werde diesen Satz definitiv bereuen. Das weiß ich jetzt schon. Das sind echt nur diese kleinen Einbuchtungen hier, diese kleinen Minicamps. Naja, weiter geht's. Ich habe wieder schon wieder die Orientierung verloren. Meine Fresse. Da war ich doch, oder? Da ist doch. Da ist die Glocke. Alter Scheiße. Da wollte ich lang. Oh Mann, ey. Geknurre und Geknarze. Da ist was. Inschrift. Der alte Gefangene sitzt zufrieden auf seinem Sitz und wartet auf den Neuankömmling. Das Ungeborene muss mit Geschenken empfangen werden, doch wird auch selbst Geschenke bringen. Im Gegensatz für ungebrochene Treue. What? What the... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ein bisschen müde bin ich dann schon von so, naja, blabibla halt, ne? Okay, das ist ein Löwe. Irgendwo ist ein Löwe. Okay, es ist kein Löwe, es ist ein größerer Gegner. Feurio! I, ein Baum! Grisha! Alter. Ich wollte parren. Ich ging nicht. Hülle! Meine Fresse.
Okay. Der Rune hat mir gerade gezeigt, einen unblockbaren Angriff. Ih, der ist schon ein bisschen ekelhaft. Kann ich den überhaupt parren? Ja, kann ich. Autsch. Ich hab mich weggedreht. Ich hab mich weggedreht. Hundertprozentig. Ich hab doch geparried. Und jetzt? Oh Mann. Entschuldigung. Wollte ich noch nicht. Ich habe wirklich gehofft, dass ich es schaffe, durchzukommen, ohne einmal abzukratzen. Ach Mann, ey. Aber der war nett. Der war so für den ersten kleinen Mini-Boss war der da ganz nett, fand ich. Aber es ist so ärgerlich, weil man natürlich selbstverständlich weiß man, dass man selber ja. Also. Vielleicht muss ich vorsichtiger sein. Okay, hier bin ich und ich habe natürlich alles verloren. Good. Please take this mask. It's not unlike my own. Okay. It reveals the way of all flesh. It reveals beyond life and death. Where spirits pass across the threshold. But your spirit is bound here. Unwilling to go on. Mm-hmm. Perhaps it has an obligation left to fulfill. Ja. Achso, bringt überhaupt nichts. Okay, das war's. So, ich habe irgendeine Maske bekommen. Kann ich die jetzt ausrüsten? Ich habe gedacht, vielleicht. Nee, scheinbar nicht. Einmal gucken, ob die irgendwie mir Gegenstand benutzen. Bringt dich zurück zu... Okay, kostet dich all deine Einblicke. Ah, okay, verstanden. Ich finde es ganz interessant, dass man, dass es hier ein System gibt der Vertrautheit. Also jeder Gegenstand hat hier unten selber Punkte der Vertrautheit. Das heißt, je öfter man sie benutzt, keine Ahnung, wahrscheinlich bringen sie dann halt mehr, ne? Finde ich ganz nett. Einblicke benutze ich nicht, aber damit kann man zurückgehen. Und mein Wecker klingelt und damit ist tatsächlich die erste Runde, die erste Episode schon vorbei. Krass. Dann sinniere ich nochmal ganz kurz ein bisschen über das, was ich jetzt gerade schon mal mitbekommen habe. Mortal Shell fängt leicht an. Ich bin einmal gestorben bei einem Gorilla-Wolverine-Style-Typen. Weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich werde aber das Spiel auch noch weiter und besser kennenlernen, genauso wie ihr, auch wenn ihr denn Bock habt, weiter dabei zu bleiben. Würde ich mir wünschen. Schreibt gerne auch Feedback unten in die Kommentare. Ich habe wirklich vor, dieses Spiel Mortal Shell auch wirklich dann einmal bis zum Ende durchzubringen und dann mal gucken. Also nochmal ganz schnell die Fakten, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Mortal Shell am 18. August rausgekommen für die PlayStation 4, Xbox One X und PC, aber only im Epic Store. Von einem ganz kleinen Studio und tja, so, das ist es eigentlich auch schon, also an Kerninformationen. Naja, das war's. Bleibt dran, gerne Feedback in die Kommentare, ob euch das gefallen hat. Würde mich freuen, werde ich lesen. Ansonsten bis zum nächsten Titel. Bis zum nächsten Teil. Macht's gut, ciao.